Mahlzeit und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im Let's Play OMSI 2. Wir sind heute in Felbert unterwegs auf der Linie 761 mit dem MRN Lion City oder auch A37 und fahren ja, wie gesagt, die Linie 761. Wollen gar nicht lang quatschen, direkt mal rein und aufrüsten. Die Bude. So, können wir den Motor schon mal. Motor schon mal anhauen. So, dann da. Zack. Und da. Und zack. Jawohl, Richtung Deller Straße, über Postamt. Da fahren wir hin. Das ist von der Hofdateiformatierung nicht ganz so schön, aber naja, was willst du machen? Machst du nix. Fahren wir erstmal hier hin. Und dann prüfen wir mal, wo wir hin sollen. 761 Start ist da um die Ecke. Dann machen wir hier noch 1, 2, 3. Zack. So. Dann wollen wir mal. Wollen wir mal schon mal losfahren. Zumindest zur Starthaltestelle. Warum denn auch nicht? Kann man alles machen. Ein Stoppschild. Dann beachte ich es. Ist aber soweit so gut, alles frei. Und dann laden wir uns die Leute mal in die Karre rein. Hallo. Guten Tag. Oh, ich wollte Bus fahren. Eine Busfahrt, bitte. Eine Busfahrt möchte ich haben. Einzelticket Kind. Dankeschön. Bitteschön. Und ich weiß euch, ist es zu warm hier in der Butze? Ich mache ja schon die Klima an. Das ist ja gut. Oh, 16.04 Uhr. Die Omi-Folge ist erschienen. Wetten, da ist jetzt 4 Minuten nach Erscheinen schon der erste Kommentar drunter. Die Folge ist wesentlich länger als 4 Minuten. Ich dachte, ich sag's mal. Also, ich bin jemand, der, zwar während er das Video schaut, den Kommentar schreibt, aber immer erst absendet, wenn er das Video zu Ende gesehen hat. Eieiei, ist das knapp gewesen. Hat auch tatsächlich sehr praktische Gründe. Habe ich die Hilfsfeile an? Habe ich. Gut, dann halte ich da halt nicht. Weil ich Verfechter der Meinung bin, ich sollte erst gesehen haben, worüber ich etwas schreibe. Und diese Philosophie vertrete ich sogar bei Dingen, die ich mir eigentlich gar nicht angucken will. Aber ich muss ja wissen, um was es geht, ne? Ich muss ja wissen, was ich da so von mir gebe. Das ist halt der Punkt. Du kannst halt nicht über etwas schreiben, wo du nicht weißt, über was. Moin. Oh, so ein ganz inhaltsvoller Kommentar, wo nur Hallo steht. Ich hoffe, demjenigen, der das geschrieben hat, ist klar, dass der Kommentar entsorgt wird. Weil es so dermaßen sinnlos ist, dass ich es einfach nicht stehen lasse. Und wenn ich sowieso eine Minute zu früh bin, kann ich das hier an der Haltestelle gleich mal erledigen. Ja, so ein paar Grundregeln für Kommentare. Die sind bei einigen leider noch nicht angekommen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Karte für eine Kurzstrecke. Eine Karte für eine Kurzstrecke. Natürlich.
1,90, 2 Danke. Und 5, bitte. Du, ich habe meine schöne Monatskarte vergessen und jetzt brauche ich einen ermäßigten Fahrschein. Kriegst du. Denkst beim nächsten Mal wieder an deine Monatskarte, ne? Noch, ja, ja, dir auch. Ach, bestimmt, bestimmt. So, Kommentar. Entfernt. Manche Dinge muss man halt nicht kommentieren. Auch wenn man erst, weiß ich nicht, 10 ist oder so, aber manche Dinge kann man auch einfach für sich behalten. Und einfach Hallo in den Kommentar schreiben, bringt keinem was. Da hab ich nichts von, da habt ihr nichts von. Ist den meisten von euch zum Glück klar. Da hätte ich nicht mehr bremsen können. Entschuldigung. Ah ja, Felbert war ja auch so eine Karte da. Waren die Fahrpläne auch noch nicht so toll. Die in Ruhr auch wiederum waren gut. Das soll gesagt sein. Aber die in Felbert waren halt nicht so. The Yellow from the Egg. Teilweise. Aber war halt Carstens erste Karte, ne? Sehen wir drüber hinweg. Hallo. Guten Tag. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. Aber sicher. 1,90. Und 10 zurück. Ah, 10 alle. Eine normale Fahrkarte, bitte. Jawohl, ja. 2,80 und 2,20, bitte. Nimm mal einen Fahrschein, bitte. Auch für dich kostet das 2,20. 2,80. Kriegst 2,20 zurück. Naja. So, meine Verfrühung soll mir jetzt herzlich egal sein. Fahren wir einfach weiter. So. Schön hier an die Haltestelle ranfahren. Oma will mit. Hallo. Ne, im Rheinland schreibt man Oma mit 2 M. Das weiß mittlerweile eigentlich auch jeder. Kurzes O, 2 M. Wir fahren zum Postamt. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich habe fast das Gefühl nicht, aber ich prüfe das. Wie wär's? Also da hätte ich nicht reingemusst, da auch nicht. Okay, ich bin doch richtig. Dann habe ich nichts gesagt. Was ist das hier? Parkstraße. Irgendwo habe ich mich doch bestimmt verfahren. Moment. Ich fahre so selten hier in Felbert, dass ich mich permanent verfahre. Ne, das Postamt ist hier. Na gut, wenn er sagt, da hinten ist nächster Halt, dann fahre ich da hinten hin. Kein Problem. Warum denn auch nicht? Mir fehlt auch überall die 761. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll.
Wo ist denn Haltestelle 761? 66. 63. 61. Klinikum. Nee, Klinikum Niederberg bin ich doch. Da komme ich doch her. Freunde. Da. Also geradeaus und dann hinten rum. Okay. Gut. Mach ich. Aber erst wenn grün ist. So. Natürlich wird rot. Klar. Na gut, ich bin noch 2,5 Minuten zu früh. Warte, ich löse das Problem. 1, 2. Sachen gibt's, wie die Zeit verfliegt heute. Das ist ja unfassbar. Gerade waren nur noch 2 Minuten auf der Uhr. Zack, sind sie weg. Komisch. Ach ja. Der Markt. Ja, ja, ja. Weit ist nicht. Weit ist es nicht mehr. Gut, gut. So. Ja, ist ja gut. Ihr sollt ja aussteigen dürfen. Ist ja gar kein Problem. Ich lass euch raus und euch lasse ich rein. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hallöchen. Hi. Und weiter geht's. Linie fahren in die Richtung. Na gut. Da ich nicht die 769 bin, fahre ich hier lang. Alle Linien in die Innenstadt. Kriegen wir alles hin. Fest von überzeugt. Felbertmarkt. Auf zur Christuskirche. Da ist erstmal auf weiter Flur nichts los. Hier genauso. Gut. Wunderbärchen. Natürlich wollen Menschen hier aussteigen. Zwei. Natürlich fährt der LKW genau hier in die Straße rein, wo ich auch rein muss. Naja. Mal guck mal, ein Setra.
das Fahrzeug, was als Unverschämtheit bezeichnet wurde. Nicht von mir. Ich finde den Bus nach wie vor okay. Ne? Er ist nicht perfekt, aber er ist in Ordnung. Er ist auch kostenlos. Von daher. Nicht ganz so viel rummäkeln. Geschenkter Gaul und so. Kennt man ja. Naja, wissen einige aber nicht zu würdigen. Der wart ja eine gewisse Funktion. Es gibt Maps, die werden rausgebracht und funktionieren halt eben nicht. Oder nicht richtig. Naja. So, Ampel. Wirst du auch noch irgendwann wieder grün? Oder eher nicht so? Muss man ja mal fragen. Man weiß es ja vorher nicht. Ja, ist okay, du hast Vorfahrt. Den Paketmann habe ich sie, glaube ich, genommen. Der wollte nämlich gerade ausfahren, aber... Also, glaube ich. Nicht, dass ich es wüsste, aber... Es könnte sein. Dass ich ihm die Vorfahrt nahm. Wenn dem so wäre, wäre ich voller Scham. Hahaha. So. Moin. Reinkommen, rausgucken. Hallo, eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Natürlich. Und bitteschön. So, wir fahren hier geradeaus, dass ich weiß, wo ich mich einzusortieren habe. Kollege, da biegt nämlich ab. Von der Wessen. So, nächste Haltestelle ist schon Ende. Interessant. So. Wenn da wäre noch. Er wollte halt nicht bis zum Ende mit, ist mir auch egal. Ich muss trotzdem bis zur Endstation fahren. Ah, hier war die Dellerstraße. Ah. Ich erinnere mich. Frage. Med. Wovon fährt ein Arzt? Ein Med. Weil Doktor ist noch lange kein Arzt, ne? Weiß auch nicht jeder. So. Weil das da vorne ist ein Doktor Med. Auch wenn er eher ein Doktor Postauto fährt, aber... Er traut sich nicht. Links abbiegen ist schwer. Fahr. Komm, freier wird die Straße heute nicht mehr. So.
Ja, man sieht, der Carsten hat früher schon gerne mit Grünflächen gearbeitet, was ich sehr schön finde. Dann wirkt so eine Stadt recht belebt. Auch wenn die Karte ihres Alters geschuldet und aufgrund der Tatsache, dass es halt die erste Karte von Carsten war, relativ karg wirkt. Aber naja, ich mag die Map, weil sie von Carsten ist. Gebe ich ja offen zu. Halt, nein, wir machen vorne direkt wieder zu. Und hier auch. War ja keiner mehr da. So. Sind wir angekommen. An der Endhaltestelle. Della Straße. Gut, dann sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play OMSI 2. Bis dahin habt ihr dann jetzt noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr das gesehen habt. Und bis dahin, macht's gut und schwingt einen Hut.